Herr, Halleluja, Halleluja. Gott, heute ist ein besonderer Tag, eine besondere Zeit. Herr, wir danken dir. Wir erheben dich, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lasst uns jetzt beten. Freunde, ich bitte euch heute, am ersten Tag des Colleges, lasst uns jetzt einige Minuten lang zusammen beten, dafür, dass in jedem von euch das Werk des Heiligen Geistes vollbracht wird. Ich bitte alle darum, sich für den Heiligen Geist zu öffnen. Sagt Gott, ich möchte ein neues Leben. Ich wünsche mir keine kleinen Veränderungen. Ich möchte keine kleinen Veränderungen. Ich möchte radikale Veränderungen. Ich wünsche mir etwas Großes. Segne mich mit dem Allermächtigsten. Bete genau so. Betet jetzt. Wertvoller Heiliger Geist, ich bitte dich heute. Gott, im Namen Jesu. Heiliger Geist. Dieses ganze College weihen wir dir. Diese Zeit weihen wir dir. Gott, im Namen Jesu Christi. Halleluja. 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 Heiliger Geist, dich brauchen wir. Я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, наполняй своей силой славой, Дух Святой. Я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю, прикоснись, мое сердце открыто, наполняй своей силой и славой, Дух Святой. Heiliger Geist, Halleluja! Oh mein Gott! Jesus, 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 Jesus. O Heiliger Geist. Своей силой и славой, Дух Святой,
Oh mein Gott! Singe noch einmal für ihn, Heiliger Geist! Herr, ich bitte dich heute, hier an diesem Ort, Heiliger Geist, wir brauchen dich, Heiliger Geist, du heilst von Krebs, du heilst von allen schrecklichen und tödlichen Krankheiten, du veränderst diese Realität zur Realität des Himmels, du bist der große Gott. Du machst das Unmögliche möglich. Du bist derjenige, der das Unsichtbare als das Sichtbare bezeichnet. Wenn jemand seine Gesundheit nicht sieht, sagst du, dass es sie gibt, wodurch sie sichtbar wird. Im Namen Jesu, Gott, Heiliger Geist, heute bitte ich dich, deine große Gnade, Heiliger Geist, deine Salbung, möge heute auf jeden kommen, salbe alle. Heiliger Geist, salbe sie alle persönlich. Wir brauchen dich. Gehe genau jetzt durch alle Sitzreihen. Komme zu jedem, Herr. Gehe zu ihnen und berühre sie, Heiliger Geist. Komme zu ihnen, Herr, und salbe sie mit deinem Salböl, damit deine Salbung sie nährt, Heiliger Geist. Die Salbung ist jetzt gekommen. Halleluja, mein Herr. Komme zu ihnen und salbe sie mit deinem Salböl. Salbe sie mit deinem Salböl. Salbe jeden, Herr. Gott, gehe jetzt durch jede Sitzreihe. Komme zu jedem und salbe jeden Einzelnen, Herr, mit deiner Salbung. Großer Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott, Gott, Gott. Дух Святой, в Тебе я нуждаюсь. Дух Святой, Тебя ожидаю. Коснись, мое сердце открыто, наполняй своей силой и славой, Дух Святой, Тебе я нуждаюсь, Дух Святой, Тебя ожидаю. Мое сердце открыто, наполняй. О, мой Бог! Erfülle! Wir brauchen dich! О, Heiliger Geist! Erfülle, o großer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. O Heiliger Geist, I'm not afraid of the dark.
mein Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Großer Gott, großer Gott, o Herr, Heiliger Geist, Heiliger Geist, wir erheben den Namen Jesu an diesem Ort, Heiliger Geist, wir sind dir so dankbar, wir sind dir so dankbar, dass du gekommen bist, dass du hier bist, dass du all das vollbringst, Herr. Du hast uns alle auserwählt, um jeden von uns zu segnen. Lieber Bruder, liebe Schwester, hebt jetzt eure Hände zu Gott. O Gott, Heiliger Geist, du vollbringst das, was du geplant hast. Du vollbringst deine Arbeit. Halleluja. Das, was du geplant hast. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle diesen Saal genau jetzt. Berühre. Im Namen Jesu. Berühre! Berühre! Heiliger Geist! Berühre! Freunde, die Salbung des Heiligen Geistes hat angefangen zu wirken. Berühre! 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 Oh mein Gott, Halleluja! Berühre, 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 berühre. Möge die Salbung des Heiligen Geistes dich erfüllen. Berühre, befreie ihn, Herr. Befreie ihn im Namen Jesu, im Namen Jesu. Freunde, genau jetzt ist die Salbung des Heiligen Geistes in den Saal gekommen. Gerade eben hat der Heilige Geist seine Arbeit begonnen. Heilungen sind gerade geschehen. Dort unten im Saal stehen Menschen. Dort gibt es einen Menschen, der Krebs hat. Nehmen Sie genau jetzt Ihre Heilung an. Die Salbung Gottes erfüllt Sie gerade. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jemand hatte eine schlimme Entzündung in den Augen. Ihre Augen sind krank, dieser Mensch steht dort. Er wird gerade geheilt. Gott, ich danke dir. Jemand hatte einen Tumor im Hals. Er wird jetzt geheilt. Im Namen Jesu, Gott, ich bin dir so dankbar. Danke dir, Heiliger Geist. Danke dir, Heiliger Geist. Danke dir, Heiliger Geist. Berühre, berühre, berühre. Halleluja. Heiliger Geist, Halleluja, Halleluja. Gott, möge deine Salbung jetzt wirken. Halleluja. O mein Herr, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Eine Frau wurde jetzt von Brustkrebs geheilt. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Berühre. Berühre, berühre, berühre. Halleluja, berühre. Mein Gott, Halleluja. Mein Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Berühre, 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 berühre. Heiliger Geist, deine heilende Kraft möge jetzt wirken. Dort, wo eine Befreiung benötigt wird. Heiliger Geist, dort bitte ich dich, diese Person zu befreien. Möge sie heute von dir befreit werden. In Jesaja 61 steht, der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir. Und jetzt, Freunde, fängt das Wort aus Jesaja 61 an, in diesem Saal zu wirken. Es fängt an, in Erfüllung zu gehen, genau jetzt. Das Wort aus Jesaja 61, die Befreiung der Gefangenen geschieht. Genau jetzt geschieht die Befreiung von Gefangenen. Die Befreiung der Gefangenen. Der Heilige Geist befreit die Gefangenen aus ihren Kerkern. Ich breche genau jetzt Erbflüche. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Berühre, berühre, berühre. Oh mein Gott, berühre, berühre. Halleluja. Genau jetzt breche ich auferlegte Flüche. Auferlegte Flüche mögen jetzt gebrochen werden im Namen Jesu. Genau jetzt. Berühre, berühre,
Berühre. Berühre. Mein Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Berühre. Mein Gott, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jemand hatte ein Problem im Magen und im Darm. Er wird jetzt geheilt. Er wird vollkommen geheilt. Danke dir, Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Freunde, alle, die gerade ein Problem mit ihren Beinen haben, deren Beine verflucht sind, die nicht gehen können. Es gibt jemanden, der heute von Gott Glauben bekommen hat. Du sollst jetzt aufstehen und gehen im Namen Jesu. Genau jetzt werden Flüche bezüglich der Beine gebrochen. Der Teil zwischen Hüfte und Zehen ist davon betroffen. Genau jetzt breche ich diese Flüche im Namen Jesu. Gott, Halleluja. Berühre, 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 berühre. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Genau jetzt werden Flüche auf den Beinen gebrochen. Jemand wird jetzt von einer Muskeldystrophie geheilt. Im Namen Jesu. Wer ist diese Person? Ich möchte sie sehen. Sie wurden gerade von einer Muskeldystrophie geheilt. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Genau jetzt, im Namen Jesu. Mögen Flüche gebrochen werden. Genau jetzt mögen Flüche gebrochen werden. Heiliger Geist, an diesem Ort mögen alle Gefangenen vollkommen befreit werden. Die Gefangenschaft wurde heute beendet. Die Kerkertüren stehen offen. Krebs ist ein Gefängnis. Genau jetzt befehle ich, im Namen Jesu Christi, dem Geist des Krebses zu verschwinden. Genau jetzt befehle ich dem Geist des Krebses, dem Dämon des Krebses, der Krankheit Krebs, zu verschwinden. Verschwinde aus dem Körper. Verschwinde aus dem Körper. Es gibt Menschen, die genau jetzt von Krebs geheilt werden. Sie werden jetzt von diesem bösen Fluch befreit. Diese Krake hat deinen Körper gefesselt, deine Brust, deinen Magen. Genau jetzt verschwindet dieser Dämon. Ich verjage dich, Geist des Krebses. Verschwinde. Nimm genau jetzt deine vollkommene Heilung an. Mache das, was du vorher nicht machen konntest. Drücke auf die Stelle, an der du Krebszellen hattest. Du wirst keine Schmerzen mehr verspüren. Du wurdest vollkommen geheilt im Namen Jesu. Oh mein Gott, Halleluja, 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 Halleluja. Berühre. Mein Gott, Halleluja, Halleluja. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Es ist normal, dass sich Dämonen jetzt zeigen. Sie fahren geradeaus. Am ersten Tag des Colleges sollten direkt viele Dämonen ausfahren, sodass der Mensch im Weiteren in Freiheit lernen kann. Berühre, 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 berühre. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Mögen heute Flüche der Krankheiten gebrochen werden. Mögen sie heute gebrochen werden. Berühre. Mein Gott. Erbflüche und auferlegte Flüche mögen heute gebrochen werden. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, erfülle diesen Saal. Erfülle ihn mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Salbung. Ich bitte dich genau jetzt. Berühre, Heiliger Geist. Erfülle. Erfülle, erfülle, erfülle. Mein Gott, möge sich kein einziger Dämon verstecken. Möge keine einzige Krankheit standhalten. Heiliger Geist, durch deine Berührung möge heute jeglicher Fluch der Krankheit vollkommen vernichtet werden. Jeglicher Fluch möge gebrochen und jegliche Krankheit möge zerstört werden.
Gott, Halleluja, 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 berühre. Mein Gott, Heiliger Geist, ich bitte dich, gehe durch diese Sitzreihen, berühre sie, berühre sie, berühre sie. Möge der Teufel eine vollkommene Niederlage erleiden. Freunde, in diesem Saal gibt es jemanden, der durch die Armut gebunden ist. Sie wussten ganz genau, dass sie dadurch gebunden waren. Und sie konnten nichts dagegen tun. Genau jetzt haben sie eine Berührung verspürt. Sie haben gespürt, wie man ihnen diese Ketten abgenommen hat, durch die sie gebunden waren. Sie wurden vollkommen befreit. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Halleluja. 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 Im Namen Jesu. Berühre. Berühre. Halleluja. 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 Jesus sei die Ehre. Jesus sei die Ehre. Jesus sei die Ehre. Halleluja. 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 Großer Gott, Halleluja! Jesus sei die Ehre! Jesus sei die Ehre! Jesus sei die Ehre! Jesus sei die Ehre! Sind Sie glücklich? Ja, ich bin so glücklich wie noch nie. In meinen 77 Jahren war ich noch nie so glücklich. So ein Glück habe ich nicht erwartet. So eine Berührung Gottes. Schaut euch Ihr Gesicht an, Ihre Augen. Preist Gott, Halleluja! Oh mein Gott, Halleluja! Die Salbung des Heiligen Geistes ist in diesem Saal, Freunde. Die Salbung des Heiligen Geistes. Jemand sitzt in einem Rollstuhl. Du leidest an einer Muskeldystrophie. Steh jetzt auf. Deine Wirbelsäule war verletzt. Möge sie jetzt vollkommen geheilt werden im Namen Jesu. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Lasst uns unsere Hände heben. Halleluja. 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 Herr, wir preisen dich. Holt sie nach vorne. Halleluja, Halleluja. Preist den Herrn, hebt eure Hände. Halleluja. Oh mein Herr, Halleluja! Gott, dir sei die Ehre, die Ehre, die Ehre, die Ehre! Freunde, gerade eben habe ich eine starke Salbung verspürt. Im Namen Jesu, Heiliger Geist, ich bitte dich, berühre! Im Namen Jesu! Mein Gott, dieser Saal wird jetzt mit der Salbung erfüllt, Freunde. Menschen, die an Krebs leiden, sollen jetzt ihre vollkommene Heilung annehmen. Eine vollkommene Heilung von Tuberkulose. Die Atemwege werden geheilt. Asthma verschwindet. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sind Sie glücklich? Sagen Sie es uns noch einmal. Ich bin mit meinen 77 Jahren das erste Mal im Leben glücklich. Oh Gott, oh Jesus, oh Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist real, das ist Gott, der heute auf der Erde ist. Halleluja.
Ich habe mir nur ihre DVDs angeschaut und über sie in der Zeitung gelesen. Der Heilige Geist hat zu ihnen gesprochen. Ich wollte sie in Person sehen. Ich hätte das niemals geglaubt. Halleluja! Der Heilige Geist ist real. Er ist real. Freunde, hört mir zu. Gott lebt. Der Heilige Geist wurde uns von Gott auf die Erde gesandt. Oh Gott! Lasst uns Gott stark preisen. Halleluja! Sie können wieder auf ihren Platz zurückgehen. Wir werden das Gebet jetzt ein wenig fortführen. Wisst ihr, so fühlt man sich nun mal, wenn man erstmals aus dem Rollstuhl aufsteht. Aber hört mir zu, heute wurden Menschen hier von Krebs geheilt. Sie wurden von schrecklichen Erkrankungen geheilt. Dort, wo ihr eine Hitze im Körper verspürt. Ich spüre, dass das Gebet weitergeht. Wir sollen weiterbeten. Der Heilige Geist lässt mich nicht los. Es gibt Menschen, die gerade eine Hitze in ihrer Wirbelsäule verspüren. Ihr verspürt an verschiedenen Körperstellen eine Hitze. Und an diesen Stellen geschehen Wunder, Heilungen. Genau dort. Dort, in dem Bereich, steht eine Frau, die eine seriöse Heilung im Unterleib bekommt. Sie hatten ein Problem in der Gebärmutter, in den Eierstöcken oder in den Eileitern. Sie verspüren dort gerade eine Hitze. Eine Hitze, dort geschieht gerade eine vollkommene Heilung. Merkt euch das, gerade verschwinden alle Zysten. Alle Zysten. Hört ihr mich? Alle Zysten verschwinden jetzt. Frauen, die eine Zyste haben, werden jetzt geheilt. Sie verschwinden jetzt. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Der Heilige Geist ist gerade in diesem Saal. Seine heilende Salbung ist hier. Heilungen geschehen. Zysten verschwinden. Außerdem sehe ich einen Tumor. Einen Tumor. Einen Tumor im Bereich des Gebärmutterhalses. Dieser Tumor verschwindet jetzt vollkommen. Der Heilige Geist erneuert jetzt die weiblichen Geschlechtsorgane. Er erneuert sie vollkommen. Freunde, das geschieht gerade in diesem Saal. Eine vollkommene Erneuerung. Die weiblichen Geschlechtsorgane werden vollkommen erneuert. Die Gebärmutter, die Eierstöcke und alles Weitere wird erneuert. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Dort oben sitzt eine Frau, die ein schlimmes Problem in ihrer Brust hat. Sie wird jetzt vollkommen geheilt. Sie wird vollkommen geheilt. Der Heilige Geist vollbringt seine Arbeit. Gott, ich danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Halleluja. Jetzt singt nur der Saal. Halleluja! Preist ihn ganz laut! Wertvoller Heiliger Geist, wir bitten dich, bei diesem College, das kannst nur du machen, offenbare uns das Geheimnis der vierten Dimension jedem Einzelnen. Gott,
Lehre uns die Sprache des Heiligen Geistes. Ich bitte dich, das Leben jedes Einzelnen bei diesem College so zu verändern, wie du einst mein Leben verändert hast. So wie du einst mich verändert hast. Und heute sehe ich deine Wunder. Ich sehe an jedem Tag deine Unterstützung. Ich sehe, dass das Unmögliche möglich ist. Lass jeden diese Veränderungen erleben. Lass jeden dich erkennen. Lass jeden die Sprache des Heiligen Geistes kennenlernen. Möge jeder in die vierte Dimension eintreten können und dort verweilen können. Lass jeden diese Wahrheit erkennen. Gott, ich tue Fürbitte für jeden Menschen im Namen Jesu. Vater, hilf ihnen. Erweise jedem deine große Gnade, dich zu erkennen. Damit, wenn dieses College zu Ende geht, damit es am letzten Tag, wie heute am ersten Tag ist, damit jeder, der von hier nach Hause fährt, spürt, dass er ein neues Leben bekommen hat. Im Namen Jesu, Gott, möge jeder das erleben. Im Namen Jesu, Gott, wir versprechen dir, dir zu dienen. Wir versprechen dir, bis zu unserem Lebensende dich anzubeten. Wir versprechen dir, den Wohlgeruch der Erkenntnis von dir in dieser Welt zu verbreiten. Wir versprechen dir, Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen zu lehren und mit ihnen zu teilen, was du uns gibst. Wenn du ihm das jetzt versprichst, hebe deine Hand. Wir versprechen dir, Herr, bis zu unserem Lebensende von dir zu erzählen. Wir werden unser Wissen mit anderen teilen. Herr, wir versprechen dir, dir zu dienen, dich anzubeten und uns vor deinem Angesicht zu freuen. Wir versprechen dir, dir zu gehören, großer Gott. All das, was du uns lehrst, werden wir anderen beibringen. Wir versprechen dir das. Mögen alle in Europa und in der Ukraine gelehrt sein. Millionen von Menschen mögen gelehrt sein. Gott, wir möchten dein Gebot erfüllen. Schenke uns dein Wort, mit welchem du Himmel und Erde erschaffen hast, mit welchem du ein neues Leben und eine neue Zukunft gibst, durch die vierte Dimension. So soll es sein. Ich segne jeden Einzelnen in diesem Saal, in deinem Namen. Ich segne auch alle Zuschauer. Ich segne jetzt jede Seele, jeden Studenten in diesem Saal. Ich segne sie. Ich sage zu allen Krankheiten und zu allen Flüchen, dass ich sie segne. Verschwindet Teufel, verschwindet Flüche, verschwindet Krankheiten. Genau jetzt sage ich, dass die Gesundheit anstelle der Krankheit sein wird. Anstelle der Armut wird der Wohlstand sein. Ich sage zu allen, die vielleicht Schmerzen im Inneren haben, die vielleicht niedergeschlagen sind oder Depressionen haben. Sie werden Glück, Freude und den Sieg verspüren. Ich proklamiere ein neues Leben. Es wird alles klappen, du wirst durchbrechen. Im Namen Jesu, Halleluja. So soll es sein. Preist ihn ganz laut.